Hallihallöchen, Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir müssen uns mal eben hier oben um die Benachrichtigungen kümmern. Da steht schon wieder 19. Was ist denn hier alles wieder los? Pirate Village sieht sehr billig aus. Dann erhöhen wir da doch einfach mal ein bisschen den Preis. Nehmen wir halt 7. So, die Wartezeit bei Island Adventure. Die können wir aber nicht groß ändern. Okay, die Warteschlange ist voll. Alter Verwalter, warum ist die Warteschlange denn so voll? Können wir da hier einen Quick Pass einbauen? Mach mal eben Licht hier. Könnte man hier einen Quick Pass einbauen? Wobei, nee, das hier ist ja schon Station. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man ja hier connecten und hier connecten. Aber das hier ist ja gar nicht Part der Warteschlange. Das ist ja hier, da ist ja die Warteschlange zu Ende. Heißt. Man müsste da irgendwo was einbauen, aber. Nee. Ist, glaube ich, hier nicht mehr machbar. Außer wir machen hier raus und da rein. Lass uns das mal eben probieren. So, warum nicht? Ich glaube, dafür müssen wir aber das Fahrgeschäft schließen, ne? Wo war das? So, wir Hello? Natürlich. In das Fahrgeschäft rein. So. Da. Premium Pass aktivieren. Wird zu eng, ne? Können wir hier nicht hinbauen? Auf die Seite könnten wir es bauen. Aber das bringt uns ja nichts. Kann ich das hier nur nicht hinbauen wegen dem Weg? Warte mal. Ich zerstöre mir jetzt wahrscheinlich alles. Bin ja mal eben. Achso, wir können, müssen erst den Eingang platzieren, ne? Da ging es gerade, oder? Hier geht's. Ich würde es schon gern mittiger machen. Ich glaube, das ist das Problem hier mit dem Weg. Kommen wir mal eben weg. Die Schräge bleibt ja. Das ist ja völlig okay. Jetzt würde es dahin passen. Ach so, ja, jetzt schmeiße ich natürlich alle raus. So, und hier wieder rein, bitte. Ach, komm schon. Warum denn nicht? Was? Diese Warteschlange wäre ungültig, aber warum ist das denn ungültig? Vor allem, was kippen die dadurch? Nichts, ne? Wir könnten. Wir könnten. Ach, jetzt mache ich es aber auch komplizierter hier, ne? Wenn wir hier diesen Knick weglassen und da vielleicht irgendwie drankommen. Aber so nah hier dran ging das nicht, ne? So nah hier dran können wir den Ausgang nicht positionieren. Das würde erst hier irgendwo gehen. Nee, da ist die Warteschlange nicht für ausgelegt. Tut mir leid für alle die,
hier rausgeschmissen worden sind, aber ja, du bist aber wieder offen. Okay. Ja, nee. Schade. Hat nicht so funktioniert. Aber jetzt ist die Warteschlange wenigstens nicht mehr so voll. So, was haben wir denn hier noch? Viele Gäste zu benutzen. Bö, 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 bö. Nur irgendwie was Gravierendes. Glaube nicht. Neues Forschungsobjekt ist verfügbar. Wir haben noch Forschungen an? Okay. Was haben wir denn da? Zeig mal. Black Falcon. Ach so, dieses, wo man so links und rechts von der Bahn sitzt. Dann. Gnaria? Ist das die Bobbahn? Nee, oder? Weiß es nicht. Alter Käse, ist wahrscheinlich so eine wilde Maus. Oh, nee, es ist wirklich so eine Maus. Auch sehr süß. So, wir können noch mehr Sachen erforschen. Ja, dann hauen wir doch mal rein, ne? Soll ich jetzt auch einfach mal diese Ghostbusters-Sachen machen? Darkest Day Puffed. Rollercoaster ist eine Achterbahn. Und das interaktive Fahrgeschäft. Ja gut, komm, das machen wir mal. Werden wir hier in dem Park wahrscheinlich eh nicht verbauen. Aber was wir erforscht haben, haben wir erforscht. So, es geht zurück in unsere Höhle. Hallo. Wo ist unser Zugabschnitt, bei dem wir waren? Hier ist auf jeden Fall das Wasser. Dann müssen wir irgendwo hier. Nee, da geht's raus. Hier sind wir doch richtig. So. Und wir wollten ja noch hier oben die Kristalle ausbessern, denn ich finde unsere neue Variante mega gut. Heißt hier aber ein bisschen umbauen. So, du, warte, nee, dich lassen wir mal noch da. Nee, ich muss, glaube ich, bei Szenerie waren die Sachen. Boah, ist heute aber auch wieder ruckelig, ne? Obwohl er gerade nichts speichert, leckt das heute extrem. Guck mal, die habe ich sogar noch im. Ne? Wir müssten auch vielleicht mal demnächst Weihnachtsdeko anbringen in unserem Park. Es geht bald auf Weihnachten zu. Das hatten wir ja recht am Anfang mal gemacht. Mit der Weihnachtsdekoration. So. Ah, wobei, es müsste mehr. Dieses Funkel, Funkel vom Stern. So, und du kommst weg. Jetzt brauchen wir da aber eigentlich ja das rote Licht, was hier gar nicht rüberkommt. Aber da hatten wir doch eins, ne? Irgendwo. Irgendwo hatten wir doch da mit Sicherheit ein rotes Licht verbaut. Wüstenfelsen. Ich weiß aber nicht wo. Bleibt das halt so. Hier hatten wir den grünen Edelstein. Ja, auch irgendwie. Unten wirkt das irgendwie viel besser mit diesen leuchtenden Steinen. Hier so gar nicht. Verstehe da aber auch nicht warum. So, jetzt brauchen wir hier einen grünen. Ist doch grün hier. So, ich meine, es sieht schon sehr weihnachtssternmäßig aus, aber es leuchtet von sich aus.
Blau. Okay, du bist da noch nicht so ganz schön positioniert. Okay. Ich wollte hier mit anderen Sternen. Boah, leck, leck, leck. Gib mir doch erst den anderen, danke. Jetzt willst du mir den nicht geben, oder was? Doch, so. Ihr beiden, ich müsste euch noch mal anders positionieren. Das gefällt mir gerade noch nicht so gut. So vielleicht. Und wir müssen hier auf jeden Fall mit den Lichtern noch mal was machen. Das ist hier von der Beleuchtung. Nee, hier war ein gelber Stein, ne? Hier ist der blaue. Mal, kann ich euch nicht? Steuerung D. Ihr passt euch nicht an die Oberfläche gerade an, ne? Okay. Was ist eigentlich mit dem Stein? Der ist riesig. Aber du leuchtest nicht von dir aus. Ja, nur so minimal wäre auch interessant. Du leuchtest gar nicht. Du würdest auch leuchten. Aber ich glaube, den wir da jetzt genommen haben, ist schon die beste Variante. Gut. So, dann brauchen wir dich jetzt einmal in Blau. Würde es, glaube ich, hier am Stein ausrichten. Wie sieht das denn aus, wenn wir hier noch mehr hinmachen? Ich glaube, wird dann auch nicht unbedingt besser. So. Jetzt würde ich hier an dieser Stelle gerne nochmal mit den Farben spielen, weil das doch irgendwie alles noch nicht so rüberkommt. Ich weiß aber auch nicht, wo ich sie versteckt habe, ne? Da. Ach, guck mal, da habe ich die Dinger genommen. Wie viel habe ich denn da reingebaut? So? So, da haben wir den. Löschen wir erstmal. Oh, jetzt kommt das Rot richtig gut rüber. Wie gesagt, ich möchte das hier ja. Kommen wir da irgendwo rein? Und finden auch hier die Lampe. Oh, da vielleicht irgendwie zwischen. Nee. Nicht so. Ja, ich muss eigentlich hier mal eben umstellen, dass ich in diese Wände glitschen kann. Wäre, glaube ich, einfacher als das, was ich hier gerade versuche. Hilfe! Okay, den roten finden wir nicht. Aber der rote leuchtet eigentlich ganz gut. Aber der blaue auch so gar nicht. Wo haben wir den denn?
Da, der steckt auch da drin. Da hatten wir die anderen Lampen genommen. Das da. Löschen. Da war noch ein. Löschen. Und noch ein. Alter. Da habe ich jetzt alle blauen? Glaube ja. Ich würde auch gerne die roten wegmachen, dass wir das ganze Thema hier nochmal neu angehen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich die versteckt habe. Okay, warte, wir fliegen mal eben in den Berg. Da bringt ja alles nichts. So, jetzt möchte ich die Einstellung nur wiederfinden. Das ist halt gerade das Problem. Haha. ist das bei Grafik? Glaube nicht. Oder? Feldtiefe? Nee, das ist was anderes. Gebäude, ach so, nee. Ausrichtung an der Begrenzungsbox. Platziere mehr als Standard die Ausrichtung. Nee, das ist das auch nicht. Wo ist denn das? Schienenbeschränkung deaktivieren. Ah, aha, okay. Ja, das ist jetzt halt gerade so das, okay, wo befindet sich das? Deswegen, ich dachte, okay, das kriegst du irgendwie anders hin, weil ich keine Ahnung habe. Kamera doch bestimmt, oder? Szenerie fokussieren. Ermöglicht, dass sich die Kamera auf Objekten wie Szenerie und Gebäude fokussiert, nicht nur auf Terrain. Wege, nee, ich glaube, das ist das nicht gewesen. Ranscrollen, verschiebt die Kamera, wenn sich der Cursor, nee. Kein Clipping. Ermöglicht die Kamera sich, ja, da haben wir es doch. Okay, anwenden. Dann suchen wir jetzt mal eben hier die Lampen. Die roten Lampen. So. Das sieht auch sehr crazy aus von hier drin, muss ich sagen. Wo habe ich die positioniert? Vor allem, wo war der rote Stern? Da. Hier, da. So. Ja. Na, gucke mal einer an. Okay. Aber irgendwas. Sind das die Dinger, die hier noch so leuchten? Oder ist da noch was versteckt? Ich habe das Gefühl, hier ist noch was versteckt. Hier ist noch eine Lampe. Tschüss. Da haben wir noch eine Lampe. Da haben wir noch eine Lampe. Meine Güte, was habe ich denn hier positioniert alles? Hier beim Grünen ist aber nichts mehr, ne? Ich glaube, jetzt haben wir alle Lichter ausgemerzt und wirklich nur noch diese Edelsteine leuchten. Wobei hier ist noch so ein extremer roter Fleck. Hallo. Da, seht ihr das? Da ist noch so ein extremes rotes Leuchten. Kommt doch nicht vom Stern. Kann mir doch keiner erzählen. Aber hier ist nichts. Ist nichts verbaut. Okay. Dann halt nichts. Ach doch, da. Ich wollte was sagen. Da ist doch irgendwo. Ja, da war irgendwo noch was. Okay, wunderbar. So, dann würde ich jetzt. Da noch was. Da ist noch was Blaues, oder? Hallo.
Da ist noch was Blaues. Einmal Reset hier, ne? So. Glaube jetzt haben wir wirklich alles. Können wir nochmal Beleuchtung von vorne beginnen. Sehr schön. Dann mache ich jetzt mal eben die Einstellung wieder aus und dann beleuchten wir das Ganze hier nochmal. So, einfach merken. Kamera, ganz unterer Punkt, falls ich es nochmal brauche. Müssen wir uns jetzt merken. So. Jetzt gehen wir das Ganze nämlich so an, wie wir es unten gemacht haben. Ich fand, da wirkt das Licht dadurch einfach echt stimmig. Und zwar mit den Kollegen hier. Fangen wir mal mit dem Roten an. Dann nehmen wir auch wirklich richtig dunkelrot. Rot ist schon heftig, ne? Rot ist schon sehr dominierend. Grün. Grün kommt überhaupt nicht gegen an. So, jetzt. Hä? So nicht? So ja. Okay, das ist zu heftig, das Grün. So, dann brauchen wir jetzt ein Gelb. Wir müssen auch hier sowas richtig Dunkles. Die auch überhaupt nicht rüberkommt, ne? So, an dem Licht da doch nochmal spielen. Tut sich gar nichts. Also das Gelb denkt sich auch so, nö, brauchen wir das auch nicht, ganz ehrlich. Und dann machen wir jetzt hier noch Blau. Jetzt man auch nicht... Okay, ab hier kommt das Blau irgendwo zur Geltung. Warum denn erst so tief? Was kriegen wir noch verbaut? Das ist okay. Jetzt nicht so, dass es irgendwo dann stören würde. Aber wir müssen die Farbe auf jeden Fall noch ein bisschen abdunkeln. Ein bisschen zumindest. Zum Beispiel wäre das Problem, dass man die anderen Farben dann gar nicht sieht. So. Okay. Dann probieren wir das hier doch nochmal mit dem Gelb. Vielleicht müssen wir das dann auch einfach tiefer setzen, damit man es sieht. Da kommt es. Okay, krass. Bin am Überlegen, ob die Lampe wegkommt. Mal, wir müssen es mal, glaube ich, dunkel machen, damit wir sehen, was hier überhaupt geht. Sieht schön bunt aus, ne? Das Grün ist vielleicht noch ein bisschen schwach auf der Brust. So,
doch heller. Ah, kommt da ein bisschen mehr Grün rüber. Ja, Rot und Gelb von rechts und links sind halt sehr dominierend. Aber ich glaube, so geht's. Also man erkennt, dass er hier von vorne so ein bisschen blau angeleuchtet ist, von hinten grün. Hier am Felsen sieht man, dass da das Rot kommt. Hier das Gelb. Also ich glaube, ja, hier sieht man das Rot. Ich glaube, das passt schon so ganz gut. So würde ich es dann lassen. Jetzt mit den neuen Edelsteinen, dem neuen Farbkonzept. Hier die Lampe weglassen, weil die Steine an sich leuchten schon gut genug. Wobei mir das auch wieder viel zu erleuchtet ist. Ich glaube, das kommt durch das Gelbe. Ups, hallo. Was da einfach, ja, hier alles erstrahlen ist. Ich hab doch... wollt doch hier den Gelben. Wo ist er denn jetzt? Der Grüne, da ist der Gelbe. Hallo. Nee, nicht den Stein. Das gelbe Licht hätte ich gern. So. Ich meine, das ist schon sehr dunkel gezogen. So ist besser, ne? Ja, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als das, was wir vorher hatten. Damit bin ich mit dem Raum jetzt auch sehr zufrieden. Und das heißt, wir können in der nächsten Folge hier unten, also das liebe ich. Das liebe ich hier farblich. Können wir hier in der nächsten Folge weiter dran arbeiten, ein bisschen mehr andere Beleuchtung noch anbringen, beziehungsweise Kristalle hier verteilen, die diesen ganzen Raum richtig schön bunt erstrahlen lassen. Das wird eine richtige Farbparty. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und dann sieht man hier auch vielleicht mehr von diesen Elementen etc. pp., die jetzt gerade noch im Dunkeln verschwinden. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle erst einmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.